Andachten in der Weihnachtszeit. Bald ist Weihnachten und der Gottesdienst gehört für viele dazu. Doch wo, findet wie und unter welchen Regeln eine Veranstaltung in den Kirchen rund um Wernigerode statt? Die evangelische Christusgemeinde Wernigerode-Schürke mit ihrer Christuskirche in Hasserode und der Bergkirche in Schürke lädt zu folgenden Veranstaltungen ein. Am 19. Dezember um 10 Uhr erfolgt ein Gottesdienst zum 4. Advent in der Christuskirche. Am 24. Dezember um 13.30 Uhr und 19 Uhr die Christfestbar in der Bergkirche Schürke. Ebenfalls am 24. Dezember um 15 Uhr lädt die Gemeinde zur offenen Weihnachtskirche mit Andachten und Krippenspiel in der Christuskirche und im Pfarrgarten ein. Am 25. Dezember um 10 Uhr erfolgt in der Silvestrikirche der Stadtgottesdienst zum ersten Weihnachtstag für alle evangelischen Gemeinden. Ein musikalischer Gottesdienst zum zweiten Weihnachtstag mit dem Kirchenchor können Sie am 26. Dezember um 10 Uhr in der Christuskirche besuchen. Am 31. Dezember um 17 Uhr erfolgt der Gottesdienst zu Silvester mit Abendmahl und Jahresrückblick in der Christuskirche. Weitere Informationen erhalten Sie im Gemeindebüro in der Friedrichstraße 62 in Wernigerode oder unter der eingeblendeten Telefonnummer. Die neue evangelische Kirchengemeinde Wernigerode lädt zu einem Adventsliedergottesdienst am 19. Dezember um 10 Uhr in die Silvestrikirche. Für die Christfestbar mit und ohne Krippenspiel am 24. Dezember um 15 Uhr und 17 Uhr, ebenfalls in der Silvestrikirche, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese sind ab dem 15. Dezember möglich. Ebenfalls am 24. Dezember lädt die Gemeinde um 21 Uhr zu einer Andacht mit dem ökonomischen Arbeitskreis auf dem Marktplatz Wernigerode ein. Hier wird das Christkind in die Krippe gelegt. Zwei Stunden später, am 24. Dezember um 23 Uhr, erfolgt dann die Christnacht mit Pfarrerin Dr. Heide Liebold. Auch hier ist eine Anmeldung nötig. Am 25. Dezember um 10 Uhr wird zum Weihnachtsgottesdienst am zweiten Christtag in die Johanneskirche eingeladen. Der Gottesdienst mit Abendmahl am Altjahresabend findet am 26. Dezember um 10 Uhr in der Silvestrikirche statt. Eine musikalische Andacht zum Jahresausklang findet am 31. Dezember um 21 Uhr mit Pfarrerin Dr. Heide Liebold in der Silvestrikirche statt. An der Ladegastorgel musizieren Anne und Olaf Engel. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen sind hier ab Dienstag, 28. Dezember, online möglich. Weitere Informationen erhalten Sie im Gemeindebüro im Oberpfarrkirchhof 12 in Wernigerode oder unter der eingeblendeten Telefonnummer. Für die katholische Pfarrei St. Bonifatius mit ihren Kirchen in Wernigerode, Elbingerode, Ilsenburg, Osterwied und Zilli lagen bei Redaktionsschluss noch keine Angaben vor. Für weitere Informationen melden Sie sich bitte im Gemeindebüro in der Sägemühlengasse 18 in Wernigerode oder unter der eingeblendeten Telefonnummer.